Ja Leute, hiermit darf ich euch herzlich willkommen heißen zu meinem nächsten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auf breit, also ein richtig tolles, ja, Schnuckelchen haben wir hier stehen. Guck mal, also so sieht das Bötchen aus, also richtig toll. Ich zeige euch jetzt mal wirklich die Einzelheiten da drin. Ja, und der eine oder andere, die natürlich auch meinen Kanal so ein bisschen verfolgt haben, die wissen natürlich auch, dass ich bis jetzt immer nur ein Schlauchboot hatte mit einem Außenborder von 3,5 PS. Ich habe hier einen Außenborder jetzt dran von Honda. Von 2015, der hat jetzt 11,3 kW, bedeutet 15 PS. Ja, und wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall euch jetzt mal das Boot so ein bisschen vorstellen. Und ich würde sagen, ja, da gehen wir doch mal direkt mal los und gucken uns erstmal das Bötchen an. So, hier haben wir das süße Bötchen. Ja, ein wunderschönes Bötchen, würde ich mal sagen. Und zwar heißt das Boot Lucy, das wird aber umgenannt als Scarlett. Ja, wenn wir so schauen, sieht es ja wirklich schnuckelig aus. Und ja, glatte 6 Meter lang ist es. Und ich stelle euch jetzt einfach mal ein bisschen was vor. Also fangen wir mal hier an. Wie gesagt, hier haben wir eine Klappe, die macht man hoch. Und da hat man natürlich einen Anker drin. Hier haben wir eine wunderschöne Scheibe, die neu gemacht worden ist. Die ist natürlich reingekommen. Ja, hier sieht man natürlich auch eine schöne Chromstange hier, die hier komplett so an dem Boot dran ist, wo man auch hier die ganzen Kordeln dran machen können. Ja, hier haben wir natürlich auch hier die Fender, die sind natürlich hier dran gemacht. Ja, hier kann man natürlich auch noch Kordel dran machen. Man kann sich natürlich noch hier oben drauflegen, wenn man nicht so schwer ist, dann geht es, ne? Oder hier vorne kann man sich hinsetzen. Ja, dann haben wir hier natürlich noch eine Nachtlampe. Die haben wir hier oben. Ja, dieser Aufkleber, der kommt auf jeden Fall auch noch ab. So, hier haben wir eine Hupe. Hier haben wir ein Fischauge. Genau das gleiche haben wir auf der anderen Seite auch. Natürlich ist hier der Aufkleber Lucy. Ja, und innen drin ist natürlich auch alles sehr, sehr schön gemacht. Also das ist auch alles ja, neu. Komplett alles neu hier restauriert. Ja, dann sehen wir natürlich auch hier den Lenkrad, aber da gehen wir jetzt, kommen wir jetzt gleich erstmal zu. Also ich würde sagen, erstmal haben wir hier, ja, einen wunderschönen Sitz haben wir hier. Ich gehe mal hier runter. Oh. So, ja, hier haben wir einen wunderschönen Sitz. Hier ist das Verdeck, also hier ist der Sitz hier, ne? Also richtig toll hier mit diesem Leder hier abgesetzt, auch mit dem Braun, das finde ich so schön. Dann natürlich auch an der Wand alles so schön abgesetzt mit Braun. Hier haben wir ein braunes Höckerchen, da kann man die Füße ein bisschen hochlegen. Ja, dann haben wir natürlich auch hier einen wunderschönen Sitz auch noch hier. Auch noch richtiges, dickes, schönes, weiches Leder. Ich denke mal, so Lapperleder wird das sein. Keine Ahnung, so fühlt sich auf jeden Fall an, wenn ich falsch liege. Dann liege ich, glaube ich, ein bisschen falsch, aber so von der, wenn man das so fühlt, dann fühlt sich das schon richtig gut an. Ja, dann haben wir hier nochmal auch immer alles schön hier verkleidet. Auch richtig toll. Man sieht natürlich auch, dass auch alles noch neu ist. Ne?
Und dann hat man hier natürlich noch hier ein Fach. Ja, hier unten ist die Batterie, wenn er so schaut. Ja, noch ein bisschen Werkzeug noch dabei. Ein Kanister. Ja, da kann man auf jeden Fall noch jede Menge Sachen rein. Hier auf der anderen Seite, hier haben wir auch nochmal so eine Klappe. Da haben wir auch ganzen Kordels drin und auch noch ein paar Krimskrams Sachen, was natürlich auch wichtig ist, was man alles so ein bisschen braucht. Ne? Wir schauen uns jetzt mal unten drunter, wie das hier unten drunter aussieht an. Da schaue ich jetzt mal. Ich mache erstmal hier Kanister weg. Also das hier ist Benzinkanister. Auch nochmal Benzinkanister. Hier haben wir den riesengroßen Tank. Der ist natürlich hier. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. So, hier ist der große Tank. Der ist auch noch richtig voll. Ja, und hier unten drunter, wenn man so schaut, hat man die ganze Pumpe, wo man das Wasser abpumpen kann. Da zeige ich euch jetzt gleich. Hier haben wir noch einen Fender. Haben wir auch noch einen für die andere Seite. So, ich tue mal den Tank an der Seite und dann zeige ich euch mal, wie das so unten drunter aussieht. So, ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Das ist natürlich von unten. Ne, das ist natürlich auch die ganzen Schläuche von einem Heckmotor. Ja, dann haben wir hier noch eine Pumpe. Die Pumpe, die ihr seht, wenn da natürlich Wasser reinläuft, kann man natürlich die Pumpe komplett wieder auspumpen oben. Ja, so sieht es natürlich auch von hinten aus. Hört ihr die ganze Zeit die Geräusche von dem Wasser? Also das sind ja Geräusche, die ich so gar nicht gewohnt bin. Und wenn jedes Mal das Wasser hier so gegen Schlangen tut, ans Boot, da erschrecke ich mich jedes Mal. Und gerade wenn hier so ein großes Boot vorbeikommt, dann wippt das noch so die ganze Zeit so. Das ist, also das sind Geräusche, also wenn man es nicht gewohnt ist, dann zuckt man erstmal zusammen. Und wenn man natürlich hier in der Kabine drin ist und dann kommt natürlich auch ein schnelles Boot vorbei und dann platscht natürlich, knallt natürlich die ganzen Wellen immer gegen das Boot. Und dann denke ich immer, ich sitze auf der Titanic und die geht unter oder so. Das gibt so... Das ist immer so Knallen hinter, also so ein Knallen ist es immer hintereinander. Das ist Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt direkt erstmal weiter gucken. Ich werde erstmal die ganzen Kanister erstmal wieder runter tun. So, tun wir die erstmal hier runter. Zack. Den auch. So, da haben wir das auch schon mal. Ja, jetzt fragen sich natürlich viele, was das hier für ein Haken ist. Das ist zum Beispiel ein Haken, wo man, wenn man natürlich mit dem Boot hier an Land geht und die Fender draußen hat und man kommt nicht so richtig an dem Steg vorne dran, da kann man natürlich mit dem Haken sich an einem Steg festhalten und dann an sich ranziehen. So geht das Boot natürlich schön hier an Land. Das ist natürlich echt super und das ist eine gute Hilfe. Bis jetzt habe ich es nur einmal gebraucht. Ja, auf jeden Fall echt eine super Sache hier mit dieser Spitze. Also richtig toll. Ja, wenn man hier so sieht, sieht man natürlich hier den Lenkrad. Ne? Und hier haben wir natürlich noch ein Radio. Hier unten haben wir noch eine Boxe. Hier haben wir die Steuerung, wo der Schlüssel eingehakt ist. Da hier unten haben wir auch noch ein Fach, wo man Sachen reintun kann. Ne? Also richtig praktisch. Ja, hier haben wir natürlich noch also so ein Brett, was man hier noch festmachen kann. Ich mache das mal kurz fest. So, ich mache das mal kurz hier fest. So, und dann bleibt das auch wirklich oben. Ja, hier haben wir noch eine süße Türe. Die kann man natürlich hier komplett zumachen. Und so sieht es natürlich unten drunter aus. Bei dem Bug hier. So, in der Kabine. So, guck mal. So sieht das hier aus. Und es wackelt. Ja, Leute. Der Besitzer, der Vorbesitzer, der hat natürlich hier alles mit Polster hier zugemacht. Sieht auch wirklich nicht schlecht aus. Bis auf hinten die Ecke, die muss ich natürlich noch weitermachen, aber selber noch machen. Das will ich auf jeden Fall noch machen, hier mit dem Kleber und alles. Und hier habe ich noch sogar noch eine Matte. Das muss ich halt dann alles so zuschneiden, so dass auch alles funktioniert. Ja, und hier, das sieht natürlich jetzt nicht so schön aus. Hier hinten natürlich das Radio. Und das muss ich auf jeden Fall hier alles so ein bisschen ändern. Ich werde das hier ein bisschen noch zumachen und alles, damit das richtig schön aussieht. Oben haben wir noch eine schöne kleine Lampe. Ja, und wie gesagt, das Fischauge haben wir natürlich auch noch hier. Da kann man natürlich hier aufmachen. So, und dann auch die Fenster hier schon aufmachen. Da kriegt man natürlich auch hier noch wunderschön frische Luft hier. Ja, und hier auf der linken Seite haben wir natürlich auch noch ein Fischauge. So, dann mache ich mal hier so auf. Boah, Leute, jetzt kommt aber richtig Luft raus. Guckt mal hier, wie süß das aussieht. Guck mal. Ja, sieht das nicht süß aus? Ja, wie gesagt, dann hat man hier noch eine große Ecke. Man kann zwar jetzt nicht hier gerade stehen,
Also man sieht, wie ich hier stehe. Ich bin hier noch in den Knie, noch gebückt hier. An gerade stehen kann ich nicht, aber so reicht es auch, wenn man sich hier so hinsetzen kann, dann geht es auch. Ne? Also wenn man sich so hinsetzen kann, finde ich super. So, und hier vorne, also hier unten ist noch ein Brett. Das kommt natürlich hier oben drauf, das zeige ich euch gleich. Und dann kann man praktisch schon hier drauf komplett schlafen. Und hier kann man locker mit zwei Mann oder drei Mann kann man hier locker drin schlafen. Und hört ihr die ganze Zeit das Knallen? Hört mal. Boah, jetzt wackelt das ganze Boot. Also das sind wirklich ganz, ganz komische Geräusche, die man wirklich nicht gewohnt ist. Aber gut, so ist es halt, ne? Also die Geräusche sind echt manchmal so ein bisschen unheimlich. Ja, wie gesagt, ja, dann hat der liebe Jürgen mir noch hier eine Toilette noch hier gelassen, die auch ja, wirklich noch echt unbenutzt ist. Und ja, auf jeden Fall ist das auch eine gute Idee, hier so eine Toilette hier zu haben, weil eine Toilette ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade wenn man muss und man kommt nicht direkt irgendwie an Land oder so. Boah, das knallt aber auch. Bom, bom, hört mal. Jetzt hat's gequietscht. Ja, wie gesagt, hier haben wir noch, ja, wie gesagt, noch eine Plexischeibe, die habe ich noch hier. Hier habe ich auch noch ein Verdeck. Das kann man auch natürlich noch aufmachen mit so einem Sonnenverdeck. Das muss ich auch noch mal gucken, wie das hier alles ist. Ja, und hier hat man natürlich noch jede Menge Stauraum. Das finde ich natürlich auch super. Hier, ne, da hat man noch Stauraum. Hier, da könnt ihr mal schauen. Also hier unten ist noch Stauraum. Und das sieht natürlich auch so aus. Ich habe jetzt noch eine Plane noch darüber mit Westen, habe ich noch hier drin. Dann habe ich hier auch noch mal ein Fach. Da habe ich gerade meine Anziehsachen habe ich hier. Da habe ich meine Anziehsachen drin. Oh, ich muss mal gucken in den Kabel. Da habe ich meine Anziehsachen drin, ne, was man so braucht. Wenn man vielleicht mal so einen Tag unterwegs ist oder man übernachtet mal hier so auf so einem Bötchen, ist das wirklich schon ganz, ganz gut. Ja, so sieht die Sache aus. Da hinten, das muss ich noch alles zu Ende machen. Fertig machen und dann sieht das schon ganz, ganz gut aus. Würde ich mal sagen. Ja, hier sind meine Taschen jetzt hier. Diese Bezüge, also diese Bezüge hier, die sehen ja mal so richtig grottenhässlich aus. Also hässlicher geht es schon nicht mehr. Das ist so richtig schönes Altbacken-Stoff hier. Ja, das hat man natürlich auch früher so gehabt. Aber es sieht wirklich altbacken aus und es gefällt mir überhaupt nicht. Und das wird natürlich alles überzogen. Das wird alles schneeweiß überzogen. Innen drin, wenn so viele wunderschöne Kisten reinkommen, es wird noch dekoriert, es wird noch richtig schön gemacht. Ja, und die Decke, die sieht natürlich auch toll aus, die gefällt mir. Nur ich muss sie halt hier komplett zu Ende machen. Und ja, irgendwie kriege ich das schon hin. Selbst ist der Mann. Und ja, das wird schon alles gut gehen. Ja, man muss halt noch ein bisschen was tun hier in dem Boot. Und ja, wie gesagt, ich habe mir ein Schlauchboot ja verkauft, ich habe jetzt alles weg und nur, dass ich diese Lucy hier kriege und ich bin echt stolz und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. War eine sehr gute Entscheidung, dass ich das getan habe. Ja, wie gesagt, das ist echt schönes Boot, muss man wirklich lassen. Die Sonne scheint und das tut natürlich auch richtig gut, wenn man hier draußen hier so steht. Ja, jetzt habe ich natürlich noch so ein kleines Problem. Ich möchte gerne, also Leute, ich möchte gerne hier ein Tischchen machen. Also ich muss irgendwie gucken, dass ich ein Tischchen bekomme. Weil wenn man so hier sitzt, ja, möchte man dann natürlich auch hier was zum Abstellen haben, wo man ein bisschen was trinken kann. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich nicht einen Sitz weg tue. Das wäre eigentlich aber sehr schade. Dann hätte ich zwar hier Platz. Ja, oder ich könnte hier dann einen Tisch hier dran bauen. Irgendwie wird das schon gehen. Auf jeden Fall, Leute, muss ich hier irgendwie ein Tischchen bekommen. Also das stört mich schon ein bisschen, dass ich hier keinen Tisch habe. So,
vielleicht weiß der ein oder andere so eine kleine Idee, was man hier machen könnte. Vielleicht so ein Klapptisch, aber dann der fällt dann praktisch nur hin und her. Vielleicht ein Tisch, was man hier dran machen kann, was man so aufklappen kann. Das wäre natürlich auch keine schlechte Idee. Das wäre eigentlich auch sehr, sehr schön. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin echt am Überlegen. Am Überlegen, aber Überlegen. Ja, wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal. So dran ist, dann ist das echt nicht einfach. So. Zack. Zack. Ist das richtig jetzt so? Nee, warte mal. Ja. Ah nee, doch, ist richtig so. So, einmal hier, einmal da. Dann wird das so gemacht. Ja Leute, ganz einfach und ganz simpel. So. Klar, muss das alles hier ein bisschen straff gezogen werden, sonst hängt das ja total locker und das wollen wir ja gar nicht. So, das muss richtig straff sein. Komm schon, so, jetzt habe ich das auch schon. Hier ist auch drinnen. Ja, wie gesagt, so sieht das alles aus. Guck mal, wie schön das aussieht. Natürlich, wenn man hier raus möchte, muss man natürlich hier aufmachen. Das geht natürlich, ne? Und das hier kann man auch komplett runter machen. Und die Seitenteile, die habe ich natürlich hier unten in dem Fach drin. Da habe ich die beiden Seiten drin. Die kann man natürlich hier komplett noch zumachen hier. Auf jeden Fall finde ich das aber sehr, sehr schön. Gerade mit dem Grün sieht es natürlich toll aus. Ne? Ja, ich komme jetzt mal raus. Ich komme mal so raus. Oder warte mal, ich komme mal so. So, machen wir das doch mal richtig hier. So wie es sich gehört. So, da komme ich auch raus. Ohne Probleme. Uah, so. So, Leute. Wird dann hier wieder so festgemacht. So. Zack. Und fertig ist das Mondgesicht. Also sieht das nicht süß aus? Sieht das nicht süß aus, Leute? Toll. Sieht richtig süß aus. So. Ja, und dieses Verdeck ist natürlich auch super, wenn es natürlich regnet und es soll blitzen, es soll donnern und scheppert. Also werde ich da auf jeden Fall nicht nass drin. Ja, und das Material ist auch wirklich toll hier. Und das war auch nicht günstig gewesen. Das ist nämlich alles extra hier mit diesem Grün. Ja, wie gesagt, man kann hinten natürlich alles runter machen. Dann haben wir es komplett nach unten und an der Seite hier, das kann man auch noch komplett zumachen. Aber ich finde es natürlich richtig toll. Sieht richtig süß aus. Richtig toll. Ja, und hier haben wir natürlich den Außenborder von Honda. Und ja, dann haben wir hier noch eine Leiter. Da kann man natürlich reingehen, kann man ein bisschen schwimmen. Hier, das ist ein Brett. Das ist extra für einen Außenborder, falls der Motor nicht anspringen sollte mehr, der Honda, oder soll stehen bleiben irgendwie. Man kommt nicht mehr weg. Da muss man ja irgendwie zum Hafen kommen. Und dafür kann man dann hier zusätzlich an diesem Holzbrett hier unten, ich zeige euch das mal, da kann man noch zusätzlich noch einen Außenborder dran klemmen. Ja, ansonsten sieht das Boot wirklich, wirklich schnuckelig aus. Na, was sagt ihr, Leute? Also richtig toll. Man kann natürlich auch hier drauf gehen. Ich gehe mal hier drauf. So, ups, nee. So, also ich bin jetzt hier oben drauf. Hier sieht es dann so aus, ne? Von oben. Also richtig toll hier. Jetzt sitze ich natürlich hier. Vorne direkt
am Bug sitze ich direkt hier. Und ja, es ist ein wunderschöner Anblick hier, muss man wirklich lassen. Also richtig toll. Und ist auch alles sehr, sehr stabil. Ja, es ist schon ein schönes Gefühl, hier drauf zu sitzen hier. Und ja, wenn ich bedenke, das ist wirklich mein eigenes Boot hier. Ja, Leute, es ist wirklich heftig. Und ich bin ehrlich, ich freue mich so sehr. Klar, Erfahrungswerte, das kommt natürlich alles mit der Zeit. Die Erfahrungswerte, das kommt alles mit der Zeit. Lernen tue ich auf jeden Fall noch sehr, sehr viel. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt hier drauf zu sitzen und zu sagen, so, ja, mein Boot. Ja, und das Boot wurde natürlich auch hier mit Fleiß, wurde das natürlich auch erarbeitet. Ja, wie gesagt, ich habe mein BMW, habe ich natürlich verkauft, mein Außenborder, ich habe jetzt einen kleinen Nissan. Ja, und alles habe ich dann verkauft, praktisch für ein wunderschönes Boot. Und manchmal muss man sich im Leben von etwas trennen, um etwas Neues zu beginnen. Und ja, das ist halt so manchmal im Leben. Nur man muss Mut haben. Ja, und ich habe, glaube ich, zu viel Mut gehabt, glaube ich. Aber gut, ich sitze auf meinem Boot und das zählt. Und vor ein paar Monaten saß ich noch in meinem Schlauchboot. Ja, wie das Leben sich so ändern kann. Und ich bin echt stolz drauf. Und es war doch eine richtige tolle Entscheidung. Es war wirklich eine tolle Entscheidung. Viele sagen, hast du es bereut? Nein, ich bereue es nicht. Manchmal muss im Leben etwas abgeben, um etwas Neues zu bekommen. So, Leute. Und viele von euch, denke ich jetzt einfach mal, wüssten gar nicht, wie sie den Motor anbekommen würden, wenn sie den Schlüssel hätten. Und ich zeige euch jetzt, wie an so einem Boot der Motor angeschmissen wird. Und da kommen wir jetzt mal zu und den zeige ich euch jetzt. Als allererstes, wenn das Boot circa 1-2 Wochen steht, ist natürlich das erste an dieser Pumpe. Da unten ist eine kleine Pumpe. Die Pumpe. Dreimal pumpen, damit das Benzin hier in den Motor läuft. Dann natürlich diesen Schlüssel. Dieser Schlüssel ist natürlich Gold wert. Ohne diesen Schlüssel kann man natürlich das Boot nicht starten. Wir stecken den Schlüssel rein. So. Ups. So. Sicherungsklemmchen kommt hier drauf, weil ohne das Sicherungsklemmchen läuft nichts. Ein kleines bisschen Gas geben hier. So, Motor ist an, man hört es auch, ja, man hört es, und ganz wichtig, dieser Strahl muss leuchten. Ja, und hier ist natürlich, wenn man hier hochdrückt, ist natürlich der Vorwärtsgang, und hier hinten nach hinten ist der Rückwärtsgang. So, das hier ist nur für am Anfang, damit der Motor richtig schön angeht. So, USB läuft. Ich konnte euch jetzt so ein bisschen hier ein bisschen inspirieren hier mit dem Boot. Ich meine, eine Bootswelt ist nicht jedermanns Sache, so eine Bootswelt, aber es ist wirklich toll, wenn man sagt, man hat sein eigenes Boot hier. Es ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr toll. Ja, ich bin auf jeden Fall stolz und froh, dass ich das gekauft habe. Und ja, ich will auf jeden Fall jede Menge Spaß mit diesem wunderschönen Boot haben. Ja, Leute, wie gesagt, lasst ein Like da und ein Abo, da würde ich mich sehr auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Wie, oh, jetzt wackelt es. Oh, jetzt geht's hoch. Seht ihr das? Jetzt fängt es an zu schwanken. Mein Gott. Mann über Bord. Nee, mach mal keinen Quatsch, mach mal keinen Spaß draus. So, wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo. Es kommen auf jeden Fall noch mehr Videos mit dem wunderschönen Bötchen hier. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha Fruchtetouren, Madetude und schwingt der Hut. Ciao und lasst ein kostenloses Abo da. Das kostet wirklich nichts, das ist wirklich umsonst. Und schaut ab und zu mal meine Filme. Die sind auf jeden Fall wunderschön und klasse. Hoffe ich doch mal.
So, bis zum nächsten Mal. Und ja, wie gesagt, nochmal ein ganz kurzer Tipp von mir. Wenn ihr auch überlegt, ein Boot zu kaufen, wenn ihr einfach mal überlegt, ein Boot zu kaufen, überlegt nicht lange. Macht es einfach. Weil wenn ihr zu lange überlegt, dann wird es nie etwas. Und es sei denn, ihr habt diesen Platz dafür und man muss natürlich auch einen Platz haben dafür, wo man das natürlich unterstellen kann und und. Ja, wie gesagt, wir haben natürlich einen Wohnwagen noch und das Boot ist natürlich unter so einem Carport. Das ist natürlich auch ein wunderschöner Platz und ganz, ganz liebe Menschen, wo unsere Sachen drunter stehen. Also der Wohnwagen, das Boot, ganz, ganz lieb und ich möchte jetzt mal keine Namen nennen. Ich weiß nicht, ob das denen so recht ist, auf jeden Fall, ne, B und F, ganz, ganz liebe Grüße, ihr seid echt toll und ja, und ab und zu mal wirklich danke noch für eure nette Hilfe zwischendurch mal, wenn ich natürlich das Boot reinschieben tue und ja, ganz, ganz lieb. Ja, und wie gesagt, alle anderen Leute, lasst ein Like da und ein Abo, das letzte Mal, jetzt bin ich wirklich weg und tschüss, macht gut und schwing der Hut, ciao.